Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Heute sind wir wieder in Athen, denn ich habe mich ein bisschen orientiert, beziehungsweise, komm, ich habe das Gamepad immer noch nicht ausgetauscht, beziehungsweise ein neues gekauft, weil es funktioniert ja teilweise, ne? Protesten, wird es nicht gehen. So, es geht ja hier um diese zwei Kollegen hier, beziehungsweise um den einen, glaube ich, den Sklavenhalter, beziehungsweise es geht um beide, die beide haben, komm jetzt, hallo, die beiden haben mit Sokrates, beziehungsweise ihren Lauf mit Sokrates, kann man die irgendwie freischalten, habe ich nachgelesen im großen weiten Internet, also es geht nur mit Nebenmission von Sokrates. Somit können wir unsere Rüstung, eigentlich relativ eine leichte, ist eine einfache Rüstung, aber dennoch, ich will das Set zusammen haben und darum geht es mir. Alle anderen, die wir hier schon, Entschuldigung, die wir im Kultistenmenü haben, zum Beispiel den hier noch und die zwei hier, okay. Der wird wahrscheinlich ein bisschen... Level 29 könnte möglich sein. Aber wir können ja alle nach und nach freischalten. Und der ist ja auch irgendwie ein bisschen vorbei. Und wir können nach und nach alle freischalten. Um somit dann für Großgelegene beziehungsweise eben für alle anderen... So. Für alles andere dann auch Rüstungen Sets beisammen haben und das gibt doch ein bisschen Boden, zum Beispiel bei dem mit Sokrates, wie hieß das Ding nochmals, Schatten da irgendwas, Augen des Kosmos, da gibt zum Beispiel Giftschaden, ist aber nur Stufe 17, wir sind ja schon bei 26, also naja, hätte man das ein bisschen früher gemacht, hätte man mehr davon profitiert, aber wir haben es zumindest alle beisammen. Und die Dinger kann man nicht verkaufen. Das heißt, uns kann es nicht passieren, dass wir zufällig irgendwie was verkaufen, wo wir nicht haben oder wo wir nicht wollen. Und damit nehmen wir uns beisammen. Fragen Sokrates, ob er was zu tun hat. Muss ja, weil wir hier eine Quest haben. Und dann würde ich sagen, auf geht die Post. Wir sind gleich da und hallo. Cassandra. Du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athener Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versucht er auf illegalem Weg ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Ich spiele weder auf verwirrende noch... Machen wir, ne? Du hast deine Frage beantwortet. Die Staatsbürgerprüfung. Diese Eintragung. Die ist nur 100 Meter entfernt, da kann er aber selber hinlaufen. Aber wenn wir da nicht hin dürfen. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Heute stirbst du. Hm. Oh, shit. Guck mal, mach mal so. Yeah, mit Faust. Meine
So, wir machen mit der Faust weniger. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat aber Hauen drauf, ne? Ist ja aber auch so ein Demolition Man, hä? Der Temo irgendwas. Das geht hier schon schneller vonstatten. Missionsziel ist nur noch. Was ist das für ein Hampelmann? Gibt's nichts zu sehen. Da tötet jemand gern aus der Ferne. Argonis ohne Schuh. Der Trottel aber auch ohne Schuh. Ja, verschwunden. Ich hoffe, der kommt nicht mehr auf unser Dach. So, kommt ihr nochmal rüber? Naja, doof, ne? Der Schütze ist hier. Wo? Irgendwie ein Ende im Gelände. Hat schon den Faden verloren, wir haben total am falschen Ort gesucht. Überhaupt noch einen zweiten? Gibt's hier so einen Hintereingang oder wie? Gibt keine Fenster, ne? In diesem wunderschönen Land hier gibt es nicht.
So, der Herr haben wir aber, den haben wir aber recht gut unterhalten, ne? Oh, wer da, der wäre für uns, oder was? Hallo, ich drücke hier beide Tasten. Oh, endlich. Jetzt ich nicht? Ah, mach mal hier hinne. Oh, hier ist noch ein Riesen. Warum haben wir den jetzt plötzlich hier eigentlich, ne? So, supi. Hey! Was noch gegen mich? Oh, Ende im Gelände, ne? Das war ein Special Move. Damit haben wir auch abgemurkst, da muss ich leider sagen, das ist so unser Händchen hier. Hey. Eigentlich ja nie. Soweit ich weiß, hätte ich wirklich nie müde. So. Hey! Das passiert, ne? Also, ne. Nochmal 9 Söldner. Ist aber halblang. Immerhin Level 26 und nicht höher, ne? Hector, der Vernünftige. Hä? War es nicht der andere, der Otti... Nee, der große Ochsen haben wir nochmal 9, ne? Da war jetzt noch ein dritter hier. Hat auch was gesüppelt, ne? Nicht? Du bist keine Herausforderung. Hallo, ich... Die Taste funktioniert irgendwie nicht so ganz, ne? Also... Falschen, hey, aber immerhin etwas. Ja, ich habe jetzt gar nicht geklickt. Auch gut. Hey! Arschgesicht! Dolche. Nochmal 100 mehr Schaden, ne? So.
Freundchen, tut mir leid, ich hab hier das Sagen, ne? Boah. Ich möchte beide. Ich möchte die Special-Attacke. Geht nicht. Jetzt. So, nächste hier. Schaffen wir es überhaupt ab? 4000. Sind sie, 5. 5 Gefahrenstufen gibt's ja, ne? Boah. So, der Name ist drauf. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Das ist so beknackt, ey. Vor allem mein Gamepad ist auch Schrott. Also eine Taste eigentlich nur, und die kann man ja irgendwie nicht auswechseln. Das finde ich ja total, also ich weiß nicht, ob ich das auswechseln könnte. Wie seltsam. Was ist denn so seltsam? Komm jetzt mal jemand. Oh, Entschuldigung. Wow. Jetzt aber zerbröselt. Hundert Meter, den kriegen wir locker. So. Hallo? Darf ich nicht rüber? Ich glaube, die KI ist nicht so wirklich die beste, ne? Aber egal. Hab ich komplett alles weg. Wow. Das ist ja mal supi. Und weil, wisst ihr, was auch mal super ist? Ich krieg hier nicht hoch. Ja. Irgendwie kommt man nicht hoch. So, jetzt. Alles hat ein Ende. Auch das Spiel hier. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn wir mit dem Herren hier wieder vollendet sprechen. Alcibiades heißt dieser Herr. Und wir danken ihm. Vielen Dank. Tschüss.